Hallo Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, was soll ich sagen? Ihr seht richtig, es ist ein Vlog. Es ist kein Häkelvideo, aber ich habe was für euch, worüber ihr euch bestimmt trotzdem freuen werdet. Und es hängt mit drin. Denn ich habe neue Sachen für meinen Shop bestellt. Einerseits, ich habe natürlich wieder neue Wolle als Vorrat bestellt, die reingeht als Artikel, als Produkte. Und es sind noch ein paar neue Farben dabei, aber das ist nicht die eigentliche Sache, wegen der ich mein Video mache, sondern weil ich was Neues mit aufnehmen werde in mein Sortiment. Der ein oder andere, der mir auf Instagram folgt, der weiß es vermutlich schon, denn ich habe eine kleine Abstimmung, eine kleine Umfrage gemacht. Ich weiß, dass als ich angefangen habe, auch Wolle in meinen Shop zu verkaufen, viele von euch gefragt haben, ob ich nicht auch Chenille-Wolle anbieten kann. Und das wollte ich gerne machen, aber das war so ein bisschen schwierig, einfach weil ich an keinen guten Anbieter rangekommen bin. Die Chenille-Wolle, die ich gerade bekommen wäre, die wäre sehr teuer gewesen, da wären die Anschaffungskosten für mich sehr hoch gewesen und halt auch der Weiterverkaufspreis für euch wäre ziemlich hoch gewesen und deswegen hatte ich mich dagegen entschieden. Und ja, jetzt gibt es einen anderen Anbieter, den ich austesten werde. Das heißt, hier ist Chenille-Wolle drin. Keine Sorge, es ist nicht das gesamte Paket voll mit Chenille-Wolle. Nein, da sind viele andere Sachen drin für euch, auch Füllwatte wieder und alles Mögliche. Aber von der Chenille-Wolle, die ich nutzen könnte, die ich verkaufen könnte für euch, habe ich zwei Knäuel bestellt, einfach damit ich mich ein bisschen rantesten kann, damit ich schauen kann, wie sieht die aus, wie ist die Beschaffenheit. Und deswegen würde ich sagen, wir öffnen jetzt dieses Paket gemeinsam und schauen uns die Wolle an, gucken, ob wir die verwenden können. Das ist sie. So sieht sie aus. Ja, man sieht jetzt leider schon, dass sie ein bisschen dünner ist. Deswegen, wir schauen uns das mal an. Ist nicht so super dick, muss ich zugeben. Und okay, ich habe es jetzt fertig ausgepackt und so sieht's aus. Das ist das wundervolle Chenille-Garn, was ich euch hoffentlich demnächst anbieten kann. Ich würde sagen, wir wechseln gleich zum Basteltisch. Ich werde euch alle Werte benennen, einblenden davon. Und wir werden schauen, wie sich das Ganze beim Häkeln verhält. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist es noch ganz nett, einen kleinen Vergleich zu haben. Deswegen habe ich geschaut, was ich zufällig noch so an anderen Chenille-Garnen da habe. Und ich habe diese drei verschiedenen Knäuel. Einmal Himalaya Baby Dolphin, ich habe Honey Bunny da und ich habe Marie da. Und würde sagen, so vergleichmäßig können wir die drei gegen unser neues Chenille-Garn testen. Und ich hoffe, dass was Gutes rauskommt. Und ja, wir wechseln zum Basteltisch. So, okay, hier haben wir unser neues Garn, unsere neue Chenille-Wolle von der Marke Online. Es ist das Produkt Softy und wir haben hier ein Knäuel mit 50 Gramm in 100% Polyester. Das Ganze hat eine Länge von 60 Meter und die empfohlene Nadelstärke ist 6,5. Wir schauen uns auch noch einmal die Werte hier an der Seite genauer an. Und ich habe noch kurz nachgeschaut, was so ein Knäuel kostet. Und ja, da liegt aktuell der Preis bei 2,95 Euro. Für Chenille-Wolle sollte das meiner Meinung nach ganz in Ordnung sein. Ein besseres Bild kann ich mir natürlich erst machen, wenn ich zum Vergleich gleich auch noch die anderen Sachen angeschaut habe. Aber ich würde sagen, wir legen erstmal los und testen, wie sich das Ganze verhäkelt. Dafür habe ich jetzt hier meine 6,0er Nadel geholt. 6,5 besitze ich nicht, aber 6,0 sollte es auch tun. So, wir schauen es uns erstmal an. Ja, sieht ganz klassisch nach einem Chenille-Garn aus. Typisch, wie es so ist. Es guckt ein bisschen der weiße Faden raus. Das heißt, es wird am Anfang sicher auch noch etwas fusseln. Aber in der Regel passiert das bei so gut wie jedem Chenille-Garn. Ja, wir schauen erstmal. Stabilität, sag ich mal. Ist in Ordnung. Ja, okay. Also, Anfangsknoten. Ich weiß noch nicht, was hier raus wird, aber es wird jetzt auch keine fertige Anleitung werden. Okay, hier sehen wir, da wir am Anfang sind, hier zieht sich das Ganze etwas auseinander.
Sollte später nicht mehr passieren, aber ist auch noch mein Anfangsfaden, mein Restfaden, daher sollte das kein Problem sein. Also wir haben einen Anfangsknoten und zwei Luftmaschen und wir häkeln Runden, also auch so, als ob ich ein Amigurumi häkeln würde. So, Runde 1, ich schlage mal ganz klassisch 6 feste Maschen an, kann dann ja an Figuren her noch immer einiges werden. Okay, für die erste Runde erstmal in Ordnung, wir können nicht durchgucken, also Nadelstärke 6 passt. Ich mache noch ein bisschen weiter. Wir verdoppeln jetzt jede Masche und gehen in dieser Runde auch immer noch ganz klassisch hoch auf eine Anzahl von 12 Maschen. Und so vom Gefühl ist das Garn auf jeden Fall ziemlich angenehm. Es ist flauschig, es ist plüschig, so wie wir es bei Chenillewolle mögen. Ich würde sagen, es läuft auch ganz angenehm über den Finger. Bleibt nicht hängen oder irgendwie. Ist in Ordnung. Ist kuschelig am Finger. Gefällt mir auf jeden Fall. Bei der Häkelnadel gibt's auch keine Probleme. Also die läuft auch sehr sauber durch. Was ist halt auch Chenillewolle. Also wenn die nicht sauber durchläuft, naja, wäre schon merkwürdig, sagen wir es so. Okay, was mich tatsächlich ein bisschen wundert ist, es hat noch nichts gefusselt. Auch vom Anfangsfaden. Es hat sich zwar zu Beginn etwas hin und her geschoben, aber tatsächlich hat es dann doch gegen meine Erwartung keine Fusseln verloren. Kann natürlich Zufall sein, ist jetzt aber nicht passiert. Dennoch muss ich natürlich sagen, wie das Chenillgarn am Anfang hin und her gerutscht ist. Ich würde nicht davon ausgehen, dass es wirklich nicht fusselt. Ja, ich habe eigentlich nichts zu beanstanden. Es lässt sich sehr angenehm verarbeiten. Wir reiben das Ganze mal ein bisschen. Es wundert mich, es fällt wirklich nichts ab. Wir testen mal noch was anderes, denn die Wolle ist ja nicht ganz so dick mit einer Nadelstärke von 6 bzw. 6,5. Und deswegen würde ich sagen, ich habe noch ein zweites Knäuel, das hole ich einfach mal dazu. Und wir legen mal den Faden doppelt und schauen uns an, wie sich das Ganze dann verhält. Ach ja, hier, jetzt haben wir es auch. Da ist ein kleiner Flosen abgegangen. So, okay. Ja, jetzt passiert das. Wie gesagt, das ist aber das Typische für den Anfang, dass die Flosen abgehen. Das glaube ich jetzt auch von dem, womit ich schon gearbeitet habe, weil da habe ich es jetzt eh kurz geschnitten. Da ist kein längerer Faden dran, deswegen ganz normal, dass das passiert. Und ich hole mir jetzt wirklich meine dicke Nadel, also Nadelstärke 12. Wir häkeln doppelt. Das mag nicht jeder, muss ich sagen, aber ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass man das machen kann. Vor allen Dingen, wenn man natürlich so richtig große, flauschige Tierchen haben will, dann bietet es sich einfach an, bei Chenillewolle sogar den Faden doppelt zu nehmen. Okay, also hier wieder Anfangsknoten mit zwei Luftmaschen. Es ist natürlich allgemein so, nicht nur bei der Wolle, sondern wenn ihr den Faden doppelt nehmt, müsst ihr wirklich immer gucken, dass ihr richtig einstecht und alles. Das ist nicht ganz so einfach, weil es mit dem Überblick natürlich nicht so optimal funktioniert, aber mit ein bisschen Übung bekommt ihr das auch ganz gut hin. So, die erste Runde ist rum. Tatsächlich hatte ich hier nicht das Problem, dass die Wolle auf dem Grundfaden hin und her rutscht. War wahrscheinlich wirklich nur am Anfang so. Wir ziehen das zusammen. Ups. Na, das war noch nicht genug. Hat bisher alles ganz gut funktioniert. Wir machen weiter. Wir gehen über in Runde Nummer 2. Steigern uns auch hier wieder ganz klassisch auf 12 Maschen und verdoppeln alles. Und natürlich den Anfangsfaden wollte ich noch ein bisschen mit verhäkeln, beziehungsweise die Anfangsfäden. Da habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Aber dann beanspruchen wir dabei die Fäden natürlich nochmal etwas. Und dann kann ich da nochmal beobachten, wie sehr die jetzt fusseln beim Weiterverhäkeln. So, zweite Runde ist rum. Ich muss nochmal ein bisschen fester nachziehen. Dabei, ja, rutschen mir jetzt die Fusseln ab. Passiert am Ende. Aber ich muss sagen, auch zum Doppelthäkeln, beziehungsweise zum Faden doppelt legen, funktioniert für mich das Garn eigentlich ganz gut. Muss natürlich ganz typisch halt auch wirklich schauen, dass man auch immer beide Fäden erwischt und nicht nur einen. Aber das ist halt das klassische Risiko, wenn man sich dafür entscheidet, den Faden doppelt zu nehmen. Lässt sich aber angenehm verarbeiten. Wir holen mal unser kleines Teilchen zum Vergleich her. Also, dass ihr wisst, so sieht's aus, wenn ihr normal häkelt. Das heißt, für meinen XXL-Wal würde ich schon empfehlen, so zu häkeln mit doppelten Faden, damit ihr auch wirklich eine flauschige und kuschelige Größe habt. Aber prinzipiell bin ich eigentlich mit beiden zufrieden. Damit ich mir aber noch ein besseres Urteil bilden kann, vergleichen wir das von den Werten her einmal noch mit den anderen Chenillgarnen, die ich da habe. Direkt vor der Kamera häkeln werde ich jetzt die anderen Garne nicht. Brauche ich glaube ich aber auch nicht. Mit denen habe ich schon gehäkelt. Ich weiß, wie die funktionieren.
So, dann haben wir unser Teddygarn Marie, deswegen ein sehr, sehr günstiger Preis mit 1 Euro. Das Ganze besteht aus ebenso 100% Polyester, ist genau das gleiche. Es sind 50 Gramm, ist vom Gewicht also auch die gleiche Menge, aber hier sind natürlich viel weniger Meter drauf. Das Teddygarn hat lediglich 25 Meter an Länge. Unser Garn von eben hat mit 60 Meter natürlich sogar mehr als das Doppelte. Daher ist das auch in Ordnung, wenn das vom Preis ein bisschen höher ist. Mit einer empfohlenen Nadelstärke von 8 bis 9. Finde ich angenehmer von der Dicke. Aber wie gesagt, wenn wir dort legen, geht das andere natürlich auch. Also hier zum Überblick noch einmal alle Werte für euch. Ist beim Häkeln ein bisschen schwerfälliger, muss ich sagen. Lässt sich nicht ganz so gut durchziehen. Bei dem Garn ist es natürlich immer so, dass wir eine sehr raue Seite haben. Die flauschige Seite ist gefühlt immer nur an einem Ende. Und das andere, wir merken den Grundfaden, den Basisfaden dazwischen sehr stark durch. Der kratzt etwas an der Hand. Es wirkt ein bisschen mehr künstlich und plastikmäßig. Dennoch, ich häkle sehr gerne mit dem Garn von Teddy. Und dann haben wir hier die Honey Bunny Wolle von Hobby. Wir schauen uns auch hier einmal die Werte an. Ups, wo steht es? Wir haben, oh, das ist merkwürdig, eine Nadelstärke für Stricknadeln von 6 mm, aber eine Häkelnadelstärke von 7 mm. Das ist untypisch. Normalerweise ist es in der Regel das Gleiche. Gefühlt würde ich eigentlich nicht sagen, dass der Faden dünner ist als der Faden der neuen Wolle, aber laut Angabe müsste er es sein. Auch hier 100% Polyester und hier sind 100 Gramm drauf. Wir zahlen hier 7,90 Euro für ein einziges Garn. Das ist definitiv höher, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das wirklich so teuer war. Das kostet weit mehr als das Doppelte der neuen Wolle. Ich habe das Garn schon mal getestet. Ich wusste, dass ich Honey Bunny mag. Ich finde es wirklich sehr vergleichbar. Also auf der Nadel, aber auch am Finger. Fühlt sich genauso an von der ganzen Flauschigkeit her. Sehr ähnlich. So, ein Knäuel fehlt uns noch. Himalaya Dolphin Baby. Und ich muss leider sagen, mir ist gerade das Label weggerissen. Hier die Daten. Okay, da schlägt sogar nur eine 4,5 mm Häkelnadel vor. Das ist viel dünner, das ist viel, viel dünner. Vom Gefühl her würde ich sagen, ist die Dicke aber relativ ähnlich. Da merke ich eigentlich nicht so den Unterschied. Hier sind auch 100 Gramm drauf, also genau wie beim Honey Bunny Garn. Und was ist das für eine Abkürzung? 120 MT, wofür steht das? Sollen das 120 Meter sein? Das sind auf jeden Fall auch 100% Polyester. Kommt immer drauf an, wo ihr das Ganze bestellt. Ich habe online einen Händler gerade gefunden. Da bekommt ihr ein solches Knäuel für 4,72 Euro. Und da steht auch tatsächlich, ja, 120 Meter sind es. Ja, zum Häkeln auch tauglich. Hier natürlich dasselbe wie bei allen anderen. Wir verlieren am Anfangsfaden die Floseln. Läuft gut über die Häkelnadel, läuft aber auch gut über den Finger. Da gab es kein Problem. Das Maschenbild sieht auch sauber aus. Die einzige Sache, die ich hier sagen muss, ist, der Faden ist nicht so 100% weich. Der fühlt sich ein bisschen härter an. Und beim Häkeln merken wir auch ein klein wenig, dass es am Finger etwas mehr schabt, dass es etwas härter ist. Also Honey Bunny und das neue Garn von Online sind definitiv ein bisschen weicher. So, also zum Vergleich noch einmal alle Typen hier nebeneinander, die wir gerade ausprobiert haben. Eher so ein bisschen außer Konkurrenz. Marie von Teddy verhält sich einfach anders. Ja, dazu kann ich nichts sagen. Ich mag das Garn, aber es ist halt kein klassisches Chenille-Garn. Die anderen drei, würde ich sagen, optisch sehen alle ja relativ ähnlich aus. Da sehe ich keinen großen Unterschied. Und ich würde sagen, größentechnisch sehen alle drei tatsächlich relativ ähnlich aus. Von der Stärke nehmen die sich wahrscheinlich tatsächlich kaum etwas. Aber die beiden sind einfach vom Gefühl und von der Qualität her wesentlich angenehmer. Ist halt auch wieder die Sache. Ist halt noch eine kleine Preisfrage. Hier hat man mehr, die Knäule sind größer, aber es ist ein bisschen teurer. Hier Knäule kleiner, aber von der Qualität her sehr, sehr ähnlich, muss ich sagen. So, okay, und jetzt nochmal nah dran, alle Garne nebeneinander. Und ich muss sagen, so nah aus der Draufsicht muss ich schon zugeben, dass das Garn von Honey Bunny qualitativ noch ein bisschen besser ist. Einfach weil es dichter ist, wir sehen hier keine Lücken, es ist flauschiger, die Floseln sind stärker zusammen. Wenn wir hier drüben gucken bei unserem neuen Garn, wir haben hier ein paar kleine Lücken zu sehen.
Es ist nicht ganz so dicht, aber wir haben genau dasselbe hier drüben auch nochmal bei Himalaya Baby Dolphin. Ich muss sagen, dadurch, dass es weiß ist, erkennt man es wahrscheinlich auf dem Video nicht so genau. Aber wenn ich hier drauf gucke, die Lücken, die wir in den Garn sehen, von dem Garn und von dem Garn, die sind relativ ähnlich. Und ja, auch hier das Teddy-Garn ist außer Konkurrenz, verhält sich einfach anders. Aber hier sehen wir einmal deutlich, was ich meinte. Und zwar, dass diese flauschigen Flusen nicht rundherum gehen, sondern dass wir so eine Seite haben, wo wir einen härteren Strang haben. Das ist hier tatsächlich sogar deutlich zu erkennen. Und wir sind fertig mit dem Test. Und ich muss zugeben, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, ich finde, dass Honey Bunny qualitativ ein besseres Garn ist. Es ist nochmal wesentlich angenehmer vom Gefühl, aber man muss natürlich auch sagen, dass es wesentlich teurer ist. Daher das neue Garn von Online, Onlinie ist eine gute Alternative, vor allen Dingen, wenn man nicht ganz so viel Geld ausgeben möchte dafür. Daher, ich mag's, ich würde es weiterempfehlen. Ich würde es euch auch anbieten, wenn ihr es haben wollt, aber das müsst ihr mir letztendlich sagen. Es ist natürlich ein bisschen dünner als das, was ich normalerweise gerne hätte. Deswegen habe ich ja auch gezeigt, dass ich es doppelt nehmen würde. In solchen Fällen wie bei meinem XXL-Wal. Aber natürlich, ihr könnt es auch ganz klassisch in der Stärke häkeln, wie es ist. Es ist von der Dicke wirklich gefühlt genauso wie Himalaya Baby Dolphin. Es ist das gleiche wie Honey Bunny. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung. Ich bin gespannt. Wie gesagt, wenn ihr es haben möchtet, ich sorge dafür. Ich sorge dafür, dass ihr das gerne in meinem Shop kaufen könnt. Aber vielleicht noch für euch zur Übersicht, was es so für Farben gibt. Ich habe einmal kurz reingeschielt. Es gibt aktuell 18 verschiedene Farben. Also eine ganze, ganze Menge. Wir haben, hier muss ich zählen, ob ich alle mitbekomme. Wir haben die Grundfarben. Wir haben Weiß, wir haben Schwarz, wir haben Braun. Wir haben also dunkles Braun und ein hellbraun. Also beziehungsweise so ockerfarben eher. Dann wir haben ein dunkles Grau. Wir haben ein helles Grau dabei. Dann ganz klassisch Gelb, Rot, Grün und Blau. Das Orange ist dabei, was ich getestet habe. Und es ist noch ein Violett dabei. Dann haben wir ein sehr knalliges Pink. Wir haben ein sehr knalliges, fliedermäßiges Violett. Wir haben noch ein Rosaton. Wir haben einen grünen Mintton. Wir haben noch so ein Babyblau. Und wir haben noch ein Türkis dabei. Hey, ich habe es geschafft. Ich habe alle Farben aufgezählt. Ja, das sind die Sachen, die ich euch anbieten könnte. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt. Schreibt mir gerne eure Meinung. Schreibt mir gerne, wie ihr die Wolle fandet. Schreibt mir, wie euch der Test gefallen hat und ob ihr das Garn gerne in meinem Shop kaufen wollen würdet. Und natürlich auch, welche Farben euch interessieren würden. Das würde mich sehr interessieren. Deswegen lasst gerne eure Meinung da. Und ansonsten auch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder eine Anregung für ein neues Video, lasst mich das gerne unten wissen. Ansonsten, ja, was soll ich sagen? Lasst mir auch gerne ein Däumchen da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das doch jetzt. Ich würde mich da ganz so drüber freuen und mit dem Abo würdet ihr mir auch sehr helfen. Und ihr verpasst dann keines meiner Videos mehr. Und wenn ihr jetzt noch mehr Videos sehen wollt, wo wir gerade dabei sind, schaut mal da oben hin, da packe ich noch ein Häkelvideo hin. Und dort gibt es noch ein anderes Video. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut, wir sehen uns ganz bald wieder. Und dort geht's auch zu meinem Shop für Wolle und selbstgemachte Sachen. Also, bis ganz bald.